Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns, wie versprochen, im letzten Teil und zwar in der Morkul-Festung. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich es falsch gesagt, ne? Hatte ich gesagt, dass unten die Morkul-Festung ist, wo der Steinbruch war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall befinden wir uns hier oben und wir müssen hier einen Häuptling verpflichten. Den wir aber erstmal finden müssen. Der müsste theoretischerweise bei sich im Häuptlingshaus sitzen. Oder stehen. Ich kenne euch. Ihr seid eine dieser Fremden, die Kurok in unser Land geholt hat. Ich habe von euren erstaunlichen Taten gehört. Doch ich würde es vorziehen, wenn ihr nicht in meiner Festung herumlungert. König Kurok erbittet euer Erscheinen bei der großen Volksversammlung. Tut mir leid, aber ich habe im Augenblick genug eigenen Ärger. Solange es meinem Schmiedeweib derart schlecht geht, kann ich mich um nichts anderes kümmern. Ich frage mich was. Hat König Kurok ein Patentrezept für das Entschärfen von Familienstreitigkeiten? Wenn er darüber reden würde, wäre ich jedenfalls ganz Ohr. Wenn ich eurem Schmiedeweib bei eurem Problem helfe, erklärt ihr euch dann bereit, der Volksversammlung beizuwohnen? Falls ihr tapfer genug seid, mit Lasgal zu sprechen und zu tun, was immer sie verlangt, und sie endlich dazu bringt, mich nicht mehr anzuschreien, dann gehe ich los und höre mir an, was Kurok zu sagen hat. Okay, sie soll ihn nicht mehr anschreien. Das könnte schwierig werden. Die Chroniken von König Kurok, Buch 6, könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen. Da ging es gerade um L2, habe ich mitbekommen. So, wo ist denn das Schmiedeweib? Das ist irgendwo hier draußen. Wobei sich das immer so Schmiedeweib, das hört sich so, ne, herablassend an, finde ich. Wir sollten uns hier mal bessere Namen ausdenken. Oh, hier ist aber auch noch eine Scherbe. Die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Die ist irgendwo hier unten. Schwuppdiwupp. Das kann ich so mitnehmen. Sehr schön. Dürfen wir natürlich nicht stehen lassen, wenn wir denn schon mal hier sind. So, wir brauchen natürlich auch Punkte. Wie komme ich denn? Ne, ich glaube, ich komme nur noch hier wieder zurück, ne? Genau. So, dann komische Ecke irgendwie. Dann reiten wir hier mal rüber und irgendwo hier hinten dürfte sich auch da. Diese Närrin, sie wird sich noch umbringen lassen. Das Schmiedeweib ist wirklich bei der Schmiede. Kinder, bekommt bloß keine. Zu spät. Was? Der König bestand auf einer Tochter der Morkul als sein Schmiedeweib. Doch dann hat er meine älteste Tochter verschmäht. Jetzt möchte Ashaka ihm beweisen, dass er ein Tor war, ihre jüngere Schwester zu heiraten. Was meint ihr? Allein Malakat weiß, warum Ashaka weggelaufen ist. Zweifelsohne hat ihr verwundeter Stolz sie in den Morkul-Abstieg getrieben. Dieser Holzkopf. Das Mädchen endet noch als Ogerdung oder in einer Spinnenbrut. Ich gehe in den Morkul-Abstieg und suche Ashaka. Ihre Flucht in den Morkul-Abstieg ist der Grund, weshalb Ashaka noch ledig ist. Ehre lieber in alten Relikten, anstatt an der Seite des Königs zu suchen. Er hätte sie doch schon längst für sich auserkoren, wenn sie nicht so störrisch wäre. Ich hätte einige Fragen. Stellt sie mir, nur zu. Was wisst ihr über den Morkul-Abstieg? Den alten Legenden des Clans nach ist er voller Relikte. Alle paar Jahre macht sich ein neuer Haufen Trottel dorthin auf, um den Tod zu finden. Wollt ihr wissen, was dort drin ist? Oger und Spinnen von der Größe von Ogern. Erzählt mir von den Relikten im Morgul-Abstieg. Ich kann euch erzählen, wie lange Stahl zum Schmelzen braucht. Ihr wollt alte Geschichten? Geht und unterhaltet euch mit einem Dichter. Warum hat sich der König nicht für Ashaka entschieden? Ashaka hält sich für Stahl in einer Welt voller Eisen. Obwohl der König sich so aufplustert, würde sie ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit herausfordern. Ihre kleine Schwester ist schon damit zufrieden, einfach nur eine Schmiede zu leiten. Eine einfache Wahl. Außerdem habe ich seiner Mutter eine verpasst. Ihr habt was? Das war vor Jahren.
Alga meinte, die Brustplatte, die ich für ihren Sohn fertigte, wäre adäquat. Wollte wohl mein Geschick mit einem feinen Wort aus irgendeinem Dolchstürzer-Salon infrage stellen. Ha! Es half sicher auch nichts, dass Ashakas erster Dolch den Zahn von Alga im Knauf hatte. Doch das war es trotzdem wert. Okay, reist in den Abstieg. Das soll direkt hier sein. Moment, das ist das, dass ich dem helfen soll wahrscheinlich. Ne? Reist in den Abstieg ist in der Richtung. Das ist hier hinten. Und ich kann mich ehrlich gesagt noch daran erinnern, dass das irgendwas Blödes war. Ob die da jetzt so ein blödes Rätsel hatten oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, es wäre irgendwas Doofes gewesen. Aber schauen wir mal. Oder man konnte den Eingang nur schwer finden. Das könnte es auch gewesen sein. Wobei, wenn er hier schon angezeigt wird, wird es das wahrscheinlich eher nicht gewesen sein. Das war ein bisschen tief. Hier sind noch ein paar Eisbären. Okay, nee, der Eingang ist aber okay. Ich glaube, es gab hier wirklich irgendein Rätsel drin. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt mit Migräne aufnehmen sollen. Dann wäre es vielleicht einfacher, sich hier zurechtzufinden, meine ich. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Was ist jetzt besser, wenn wir links rumgehen oder wenn wir rechts rumgehen? Wir müssen nach da unten. Eigentlich ist es egal, oder? Es kommt ja, glaube ich, beides im Gleichen aus. Das ist dein Ernst. Wie viele kommen von den Viechern da raus? Moment, ist hier... Nee, das sah jetzt so aus, ob ich da was zum Lesen hatte. Nee, an dir laufe ich dann doch mal lieber vorbei. Das dauert mir hier ein bisschen zu lange. Ach, ich weiß, was das gewesen ist. Genau, irgendwo hier hatte man... etwas von dieser Museumsquest musste man hier finden. Und das war so blöd, weil man nämlich da wieder durch musste. Obwohl man da schon mal durch war wegen der Quest halt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da. Haben wir hier noch Verfolger? Natürlich haben wir ja noch Verfolger. Die aber nicht wollen. Na gut, reden wir erstmal mit dir. Wer seid ihr? Das spielt keine Rolle. Die Hand von Morkul gehört mir. Sobald ich sie finde, was sich als schwieriger herausstellt als gedacht. Deshalb seid ihr doch hier, oder? Eigentlich hat eure Mutter mich auf die Suche nach euch geschickt. Sie? Was? Warum? Sie macht sich Sorgen über euren Versuch, den König zu beschämen. Mein was? Hört sie mir denn auch nur einmal zu? Sie hört mir nie zu. Die Ehre des Clans, sage ich. Du wirst schon bald jemanden finden, sagt sie. Ha! In Ordnung. Sie hat euch zum Helfen geschickt. Gut, helft mir, Morkuldin zu finden. Was ist Morkuldin? Die vor langer Zeit verlorene Heimat von Clan Morkul. Die alten Gedichte sagen, es ist begraben in Eis, gezeichnet von Steinen 3. Seht ihr die Statuen? Steinmetzarbeiten der Morkul. Sehr alte noch dazu. Morkuldin muss ganz in der Nähe sein, aber ich... Nun, vielleicht findet ihr ja den Weg hinein. Wen stellen diese Statuen da? Die alten Gedichte über die Gründung Morkuldins erwähnen 3 Helden, die den Griff des Winters sprengten und... drunten sichere Zuflucht fanden. Vielleicht haben sie den Clan vor einem Tunneleinsturz gerettet. Oh, es gibt einen Schriftzug am Fuß der Statuen. Ich konnte mir da nichts zusammenreimen. Seid ihr sicher, dass die Statuen der Schlüssel sind? Begraben in Eis, gezeichnet von Steinen 3. Die Statuen enthüllen sicher den Weg hinein. Ich glaube, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, in der man die Feuerschalen entzünden muss. Aber es klappt bei mir einfach nicht.
Begraben in Eis, gezeichnet von drei Steinen und Statuen. Untersucht den Hinweis der Statuen. Wenn er denn mal da reinlaufen würde. Untersuchen. Die Jägerin. Scharf war ihr Auge, auch als das Ende nahte, scharte sie ihre Gefährten um sich herum und führte sie zum Ruhm. Also, Jägerin, das Ende. Warum muss das jetzt da gerade so gewittern? Matzgar viele Zungen. Er badete die Höhlen in Licht, stand unerschütterlich zwischen ihnen. Seine Worte der Wärme und des Mutes waren ihnen stets präsent. Der könnte Teil Nummer 2 sein. Ich weiß es nicht. Mann, geh da hoch. Da. Trotzdem stand er da. Nie sollte der Tod seine Freunde holen, sondern zerschellen an seinem mächtigen Schild, das ihnen stets den Rücken deckte. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche es mal in der Reihenfolge. Also, das erste brennt. Das zweite nicht mehr. Dann tasten wir uns einfach so heran. Beziehungsweise, theoretischerweise sollten wir es dann ja schon haben. Also, das erste anzünden. Dann das dritte anzünden. Es sei denn, es sind jetzt plötzlich 4. Dann haben wir ein Problem. Und dann das zweite. Ist falsch. Warum? Erste, dritte. Ist hier wirklich noch ein viertes? Nee. Die Jägerin führte den Weg nach Mor-Kul-Din. Ich glaube, das war auch das Rätsel, was ich so doof fand damals. Das sind die wahrscheinlich die... Moment, die beiden... Wie hieß das nochmal? Die beiden Statuen weisen den Weg... Irgendwas mit Steinen, hat sie gesagt. Diese Statuen weisen uns bestimmt den Weg nach Mor-Kul-Din. Ihr seid wirklich nicht eifersüchtig auf eure Schwester? Warum? Ich kann wesentlich mehr für meinen Clan tun, als bloß eine Sammlung von Schwertscheiden zu ergänzen. Und wenn ein Häuptling nun nach der großen Schwester des königlichen Schmiedeweibs sucht, dann kann er auch gleich gegenüber dem König in dessen eigener Schenke blank ziehen. Was mich angeht, hat Kurok mir einen Gefallen getan. Warum ist es so wichtig, Mor-Kul-Din zu finden? Ork-Könige sterben jung. Wer weiß, wie viel länger dieser noch durchhalten wird. Aber wenn der König Orsinium wieder aufbaut, dann möchte ich, dass sich jeder Clan in Vrodgar vor dem Können der Mor-Kul verneigt. Ich glaube nicht, dass das zu viel verlangt ist. Was ist die Hand von Mor-Kul? Der uralte Schmiedehammer unseres Clans. Das schlagende Herz unter dem Eis. Ich werde dafür sorgen, dass der König Orsinium mit einem Mor-Kul-Relikt wieder aufbaut. Ich hätte aber auch nichts dagegen, meiner Schwester mal einen Dämpfer zu verpassen. Eurer Schwester? Was meint ihr? Meine kleine Schwester hat den König geheiratet. Sie ist das königliche Schmiedeweib und es ist ihr zu Kopf gestiegen. Ich hoffe, ich kann sie mit dem lange verloren geglaubten Schmiedehammer unseres Clans etwas zurechtstutzen. Nein, ich meine das nicht wortwörtlich, obwohl... Nein, vergesst es. Mhm. Aber wieso kann ich mir den Hinweis jetzt nicht mehr angucken? Das finde ich jetzt doof. Wir haben jetzt nur die Hinweise auf den Statuen. Das ist richtig, ne? Was ist denn, wenn ich die als erstes anzünde? Das Komische ist ja, die wird dann immer blau. Es kann natürlich auch sein, dass wir die außen als erstes anzünden müssen. Weil das ist ja immer wunderbar. Nee, ich werde hier immer blau. Und wenn ich die als erstes mache? Oh, dann geht die an. Okay. Die linke auch.
Und die Rechte haut mich jetzt um, wetten? Bei meinem Glück? Ja, es war ja so klar. Ich muss mir das hier mal eben durchlesen. Da finde ich auch nichts drin. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben links, rechts, Mitte. Wir haben rechts, links, Mitte. Wir haben Mitte, links, rechts. Wir sind von hinten einmal die Runde gegangen. Oder haben wir hier einmal angefangen? Ich probiere beides mal aus. Also ich gehe jetzt einmal im Kreis nach links. Und wenn das nicht funktioniert, weil ich meine, das hätten wir schon gemacht, dann gehe ich einmal im Kreis nach rechts rum. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Also das zweite zumindest davon haben wir noch nicht gemacht. Dieses Rumpeln. Spürst du das? Willst du mich jetzt hier verarschen? Hä? Die Reihenfolge hatten wir doch schon, oder nicht? Wo ist sie denn jetzt? Da. Ah. Hier ist der Durchgang. Ja. Okay. Da muss ich halt nicht verschiedene Sachen ausprobieren, sondern dann gehen wir einfach da durch. Wo dann wahrscheinlich gleich das nächste Rätsel sein wird. Obwohl, nee, ich glaube, da war was anderes. Hier ist auf jeden Fall erst nochmal ein Tagebuch. Das könnt ihr euch gerne alleine durchlesen, weil das ist ziemlich viel. Das würde jetzt sehr lange dauern. Sie steckt da drinnen fest. Wir können sie nicht einfach so mitnehmen. Stimmt. Die Hand von Morkul wird in etwas aufbewahrt, was... Ich glaube, da stand Herzschmiede. Und mit endlosem Atem und unsäglichem Zorn gibt das reinste Herz die Hand frei. Dichter! Was hat das zu bedeuten? Wir müssen die Schmiede neu anfachen. Mit endlosem Atem meint bestimmt Bälge und... Unsäglichem Zorn ist ein Hochofen? Das ist schon komisch ausgedrückt. Ah, übersehe ich etwas? Könntet ihr euch nach Bälgen und irgendeiner Art von Hochofen umsehen? In Ordnung. Was soll ich tun, falls ich sie finde? Clan Morkul setzt seit jeher auf einfache, aber dauerhafte Lösungen. Sucht nach Schaltern oder irgendeiner Art von Maschine. Wir werden sehen, was geschieht, wenn ihr die Dinge in Gang setzt. Oh, und bleibt wachsam. Meine Ahnen haben diesen Ort bestimmt nicht völlig ungesichert zurückgelassen. Ja, das befürchte ich auch. Da hinten krabbeln schon die Spinnen rum, aber die werden die Ahnen nicht zurückgelassen haben. Aber was anderes. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Daran kann ich mich noch erinnern, dass die hier alle aktiviert werden. La. Können wir das auch machen, ohne zu kämpfen? Das würde nämlich schneller gehen. Das wäre wunderschön. Hier ist auch noch einer. Zack. Basti, kümmere dich mal drum. Oh. Da komme ich gar nicht rum. Ich muss andersrum laufen. Moment, eins muss ich aber noch machen. Ihr seid doch so lieb, oder? Basti, wir können gehen. Da sind schon wieder welche. Also wir können natürlich auch mit jedem von denen kämpfen, aber das dauert mir jetzt ehrlich gesagt jetzt so lange. Deswegen laufe ich hier lieber durch. So gut es geht. Ich muss in die Mitte. Und werde gleich überrannt, wenn ich zurückgehe. Es tut mir leid, Basti. Ich muss dich leider opfern, damit ich hier schneller wieder wegkomme. Oh, da bewegen sich auch schon wieder welche. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So,
So, die Spinnen können ja gerne hier hinkommen, aber ich habe keine Lust, dass jetzt alle hier hinkommen. Nun zum reinsten Herzen. Du bist tot. Das alte Clanwort für Herz steht auch für Blut. Reinstes Blut. Morkul-Blut. Das hört sich nicht gut mein an. Mein Vater ist der Häuptling von Morkul. Mein Blut muss genügen. Nur ein kurzer Messerschnitt. Oh, seht, es öffnet sich. Wie eine Hand öffnet es sich. Oh, oh nein. Die Hand von Morkul ist nicht unser Schmiedehammer. Sie ist der Käfig um ihn herum. Und wenn das alte Wort meines Clans für Herz auch Blut bedeutet, dann war das hier gar nicht unsere Herzschmiede. Es war unsere... Blutschmiede. Meine Mutter meint, wir wären die besten Schmiede Wrothgars, weil wir mit dem Herzen dabei sind. Wessen Herz? Wessen Blut? Clan Morkul hat schon seit den Tagen Morkuldins keine Feinde mehr. Haben wir unsere Rivalen an dieses... Ding verfüttert? Wartet, euer Clan hat den Schmiedehammer weggeschlossen? Ihr habt recht. Die alten Gedichte handeln nicht von der Ehre, die wir verloren, als wir Morkuldin aufgaben. Es geht um die Ehre, die wir uns verdienten, als wir unsere größte Schande unter einem Berg aus Eis vergruben. Und sie sind eine Warnung, sich nicht der Hand von Morkul zu nähern. Tja, das konnten wir unmöglich wissen. Werdet ihr den Hammer wegschließen? Nicht ohne Blutmagie. Aber ich kann ihn nicht einfach hier zurücklassen. Er ist unser Erbe. Ich bringe ihn zurück zur Festung. Doch was dann? Was sage ich meinem Clan? Die größte Tat eures Clans war es, von hier fortzugehen. Ihr braucht diesen Ort nicht. Nee, das hört sich aber irgendwie doof an. Die Stärke von Clan Morkul hat ihren Ursprung an diesen Ort. Stellt euch eurer Vergangenheit. Ihr habt recht. Man schmiedet eine bessere Klinge, wenn man aus seinen alten Fehlern lernt. Ich darf das meinem Clan nicht vorenthalten. Vielleicht gibt es einen besseren Weg, diesen Ort zu nutzen. Einen ehrbaren Weg. Was meint ihr? Morkuldin braucht nicht das Blut unserer Feinde. Dazu wurde es nur missbraucht. Vielleicht reicht auch schon das Blut der Frostbissspinnen. Blut, Sekret, was auch immer. Ich hörte ein Donnern, als ihr die Schmiede wieder anfachtet. Vielleicht ein anderer Weg hinaus, solange wir nur den Ogern entgehen. Ja. Bleib mal bei dir. Weil da, wo du läufst, scheinen die sich nicht zu bewegen. Okay, ein anderer Weg raus. Schaut, eine Tür verborgen von Eis. Ja, das ist auf jeden Fall ein anderer Weg raus. Das ist dicht an Orsinium. Nützlich, falls wir jemals zu Blut, zur Herzschmiede zurück müssen. Trefft mich in der Morkul-Festung. Ich wollte gerade sagen, aber erstmal müssen wir zur Festung zurück. Wir sind jetzt hier oben, das heißt, wir müssen irgendwie den Weg nach links runter. Das war auch, glaube ich, das, weshalb ich das so blöd fand mit dieser Morkul-Festung. Weil ich da nämlich nochmal im Nachhinein, glaube ich, gewesen bin. Oder es war, ohne dass ich die Quest hatte, ich bin mir nicht sicher. Und da bin ich irgendwie nicht in diese Festung reingekommen. Hier müssen wir einmal dran vorbei. Gut, wenn ich das natürlich so sehe mit der Quest, dann verstehe ich auch, warum ich nicht reingekommen bin. War ja doch etwas kompliziert, das Ganze zu öffnen und so. So, hier gibt es dann noch den Weg. Ich glaube, den bin ich auch hochgeritten am Anfang. Genau. Da links hatte ich das Holz geholt. Das heißt, ich bin jetzt wieder im Bogen am Laufen. Aber ist nicht schlimm. Hauptsache, ich... Verpasst mein Ziel nicht. Achso. Ist das eure Verbündete, Ashaka? Ruhe! Ashaka spricht über etwas, was den Clan angeht. Clan Morkul, die Suche ist vorüber.
Ab heute sind wir wieder eins. Wir werden nicht mehr im Schatten unserer Ahnen leben. In unserem Blut liegt Macht. Und endlich können wir sie zurückerlangen. Seht die Hand von Morkul! Und unter den Bergen ist die große Schmiede von Morkuldin neu entfacht. Eine neue Ära für Morkul. Eine neue Ära für die Orks. Macht euch bereit, mein Clan. Bald marschieren wir nach Orsinium. Wir werden es neu errichten. Ja, ich höre die anderen zwar nicht jubeln, aber ich denke mal, das Bild spricht für sich. Die Neuigkeiten über die Blutschmiede bringen gewiss Streit, doch ich werde nicht zulassen, dass wir einfach wegschauen. Das liegt nicht in unserer Natur. Was nun? Nun ernenne ich euch zu einer Blutsverwandten von Clan Morkul. Das ist das Letzte, was ich tue, bevor ich nach Orsinium zurückkehre. Der König braucht einen Clan, der seine große Schmiede betreiben kann. Und es wird unseren Clan von Morkuldin fernhalten, bis ich einen besseren Weg finde, die Blutschmiede zu betreiben. Und wir erhalten eine entschlossene zweihändige Keule von Trinimax Heldenmut. Ja, das heißt, wir haben dem Clan jetzt geholfen und müssen dann nochmal mit dem Häuptling sprechen. Nicht so wie in der letzten Folge, wo ich das vergessen hatte. Ah, Kuroks Fremde. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr genau getan habt. Doch irgendwie habt ihr den Frieden in meiner Familie wiederhergestellt und somit meinem Clan geholfen. Ihr habt meinen Dank. König Kurok bittet darum, dass ihr an der großen Volksversammlung teilnehmt. Werdet ihr beiwohnen? Sicher, warum nicht? Ich werde zu dieser Volksversammlung gehen und mir anhören, was Kurok zu sagen hat. Das ist das Mindeste, was ich nach eurer Hilfe bei unserem kleinen Familienzwist tun kann. Vielleicht sehen wir uns bald in Orsinium, Fremde. Ja, und damit, ich gehe mal ein Stückchen weiter weg, damit haben wir dann auch diese Aufgabe für heute erledigt. Ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.